irgendeinen Tipp noch? Irgendwas, wo man drauf achten muss oder so? Naja. Ein ganz wichtiger Tipp. Okay. Aber Miller, noch mal kurz eine andere Sache. Kontaktverbot gilt eigentlich noch. Meinst du, es ist so eine gute Idee, Amelie jetzt hier zu überreden? Was fällt dir jetzt ein, wo wir da sind und sie abholen? Vielleicht habe ich schon die ganze Zeit im Kopf gehabt. Warum hast du es nicht vorher gesagt? Um dir nicht die Laune zu verderben. Warum tust du es jetzt? Tja. Mann, nee, alles gut. Ich will halt Amelie sehen. Und außerdem können die Eltern mir ja nicht verbieten, dass ich Amelie sehe oder was. Ja. Ich will sie näher kennenlernen und es wird. Ich hoffe, sie kommt hier irgendwie. Easy. Ich hoffe, das klappt. Okay. Geil. Wie schön, dass es so früh geklappt hat. Oh Mann. Oh, ist auch alles safe, sie haben nichts mitgekriegt. Echt nicht? Ja, Badesachen habe ich auch drunter. Die haben keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Sag mal, kriegst du, wenn du jetzt heimlich abhaust, kriegst du ja nicht massig Ärger? Willst du nicht vorher, willst du nicht nochmal Bescheid sagen? Ganz heimlich ist es nicht. Also mein Dad ist eh gerade auf Arbeit und meine Mom telefoniert gerade mit keine Ahnung wem. Okay. Und ich habe einen Zettel hinterlassen. Ich treffe mich nämlich gerade mit einer Freundin. Okay, sehr gut. Also, bist du bereit für einen Tag am See oder was? Auf jeden Fall. Meine Mädels sind im Auto. Es wird ein reiner Mädelstag. Es wird wunderbar. Das klingt so gut. Ich freue mich richtig doll. Ich mich auch. Geil. Juhu, wen haben wir denn hier? Wow. Let's go. Ach so, müssen wir eigentlich ein bisschen leise sein? Waren wir gerade ein bisschen zu laut oder was? Wenn wir schnell genug wegfahren, passt das. An den Wolfs hätte ich mir mit Sicherheit die Zähne ausgebissen. Aber gut, dass Amelie da so auf Zack ist. Okay, jetzt noch schnell Toni einsacken, den Schlüssel abholen und dann wird's, glaube ich, ein richtig geiler Tag. Hello! Yo, hi! Hey! Amelie, Toni, meine Cousine. Amelie, Toni. Hey! Hi. Ja, kommt rein! Ja. Wie geht's euch? Alles cool? Ja. Ja, wollt ihr was trinken oder so? Nee, einfach Schlüssel, ne? Weil Emmy und Olli parken in zweiter Reihe. Ja! Hi! Moin! Hi! Tag! Hi! Tag! Benni! Ja, schön. Ja, Tada! Okay, komm mal runter. Alles gut. Schade ist, bitteschön. Und wir haben die Hütte natürlich picobello hinterlassen. Sehr schön. Deswegen, also Onkel Reinhold dürfte sich eigentlich nicht beschweren. Mhm. Es war so cool da. Ey, du konntest direkt ins Wasser springen, wir haben gegrillt. Ey, das wäre eigentlich, wären wir lieber länger geblieben. Ja. Das war viel zu kurz. Hä, komm noch mit. Ja, weißt du was, scheiß drauf. Du kommst jetzt mit mir mit zum Schrottplatz. Echt? Sag Joe, soll ich frei gehen? Ja, gerne. Okay. Also wenn das okay ist. Ist okay, oder? Dass Toni mitkommt? Mhm. Ja, klar. Ja, top. Ich geh direkt meine Sachen packen. Okay, Amelie ist ja richtig von Danny geflasht. Wollen wir im Flur warten? Mhm. Ja, klar. Sie ist ja noch in der Pubertät, aber ich glaube, ich werde sie heute mal ein bisschen fragen, wie es mit ihr und bei den Jungs so läuft. Genau. Rechts Danny, der jetzt noch oberkörperfrei ist, dann ist links dieser Dean. Toni, meine Cousine, wohnt wie gesagt hier und dann haben wir noch Connor. So, er ist vor kurzem eingezogen. Und vorher wieder Basteln wohnt, genau. Und dann. Ja? Mhm. Wer wohnt nochmal alles hier? Danny? Genau, nur Danny. Ich verwette meinen Hintern darauf, dass Amelie heute Toni schön wegen Danny ausquetschen wird. Mach ich gleich. Geil! Ja. Ihr wollt jetzt direkt ins Wasser oder was? Was denkst du denn? Also wir cremen uns ein, Toni. Ja, auf jeden Fall. Oder? Hier habe ich meine Kindheit verbracht mit Toni. Geil. Ja. Hammer. Vorhin, du hast deinen eigenen Steg hier. Hier dir keiner auf den Sack. Das ist so geil, ey. Ich finde das super. Wollen wir, wir machen uns fertig und springen ins Wasser, oder? Ja, das, haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Hä, warum ist das voll schön? Ja. Lass rein, Spaß haben. Ja, aber das, was ich drunter habe, ist jetzt nicht so sehenswert. Okay. Zeig her. Aber ins Wasser gehst du schon, du kannst schwimmen und so eine Schrecken. Ja, natürlich. Ja? Okay. Ja, danke. Ja, wird schon nicht so schlimm sein, pack aus. Okay, wenn du versprichst, dich zu lachen. Okay, alles gut. Ja. Noch einer Wasserspray?
Schon mal die Temperatur zu erreichen? Ja. Ja, Toni, schön eincremen, ne? Ja, natürlich. Okay, dieser Badeanzug ist wirklich unterirdisch, aber das sage ich ihr jetzt mal nicht. Na egal, haben wir bestimmt ihre Adoptiveltern aufgeschwatzt. Du solltest nicht lachen. Hast du schon dein Seepferdchen? Dass sie da steht. Mann, Mausi. Ist schlimm, oder? Nee, das sieht niedlich aus. Das ist schön figurbetont. Ja, aber noch längst nicht so schön wie das, was ihr anhabt. Weißt du was? Mach dir nichts draus. Wahre Schönheit kommt von innen, also bei den meisten Menschen jedenfalls. Das soll man jetzt was sagen. Das sagst du mit deinem Gesicht gerade? Was ist mit dir? Okay, wisst ihr was? Gut, das Leute. Ist doch eigentlich scheißegal, so, also, was du anhast. Wir sind hier alleine. Geht doch. Mann, ich werde der Kleine jetzt einfach mal ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Das kann nicht so schwer sein. Kann ich schon wieder Müller gewesen sein. Hin? So, kurze Frage. Haltet ab, Mutti. Liegt es eigentlich nur an dem Ding oder auch generell an meinen Klamotten, dass Jungs sich einfach überhaupt nicht für mich interessieren? Nein. Ich glaube, das liegt eher am Alter der Jungs. Okay, guck mal, wenn ich du wäre, dann würde ich vor allem im Sommer mehr Bein zeigen, mehr Ausschnitt, generell mehr Haut. Hm? Aber wenn du das genauso wie Olivia machst, siehst du auch gar nicht nuttig aus. Du sagst die Richtige. Naja, whatever. Du kannst auch deine Haare wachsen lassen, T-Shirt an. Weil jeder steht auf eine fette, lange Mähne. Ein bisschen Schminke ins Gesicht und dann... Oh, hier ist natürlich jetzt das Schluss. So. Jeder steht natürlich noch? Auf lange Haare, ja. Und sonst? Oh. Alter, direkt aufhören, deine Fingernägel abzuknabbern. In die Eide. Immer schön roten Nagellack drauf machen. Oder halt irgendwas anderes. Nur mal kurz, hast du kurz oh nein, mein Eis ist kaputt. Oh nein. Karma. Karma. Du kannst meins nehmen. Ui, danke schön. Oh, das ist aber... Pass auf, was dir der Olli erzählt, ne? Leg da bitte keinen Wert drauf. Das ist totaler Quatsch. Ich will nicht, dass du so ein eitel und eingebildet wirst. Du bist gut, so wie du bist. Mal so einen Badeanzug trägt nicht jeder. Ich verfolge mir jede zweite Olle. Das ist ein Unikat. Diese kurzen Haare in deinem Alter mit den Tunneln, das wirkt frech. Das bist du. Das ist die Amelie. Ja. Und bitte bleib so, okay? Ja? Mit Authentizität kommst du weiter. Nicht mit irgendwelchen oberflächlichen Scheiß. Ja? So wirst du nämlich stark. Mhm. Okay? Aber warum fragst du sie andauernd so aus? Hast du einen Typen, den du toll findest? Oder? Nee, also eigentlich. Nee. Nee, ja, nee. Sonnencreme ist jetzt trocknet. Ja. Sag's dir. Noch irgendein Tipp? Noch irgendwas, wo man drauf achten muss oder so? Hm. Naja. Ein ganz wichtiger Tipp. Vergiss es, Fräulein. Nee, du brauchst gar nicht so zu grinsen, das kannst du vergessen. Es ist dein Eis, aber normal. Du brauchst es hier nicht rumblowjobben, alles klar? Was ist denn das? Ja, genau. Also du kannst natürlich auch ihre Ratschläge annehmen, dann wirst du halt eine Schlampe. Ach nee, ey, ich habe jetzt auch keine Lust, dass ich Amelie ausgerechnet Olivia als Vorbild nimmt. Das, vermittelt die falschen Werte. Ich glaube, ich packe mir noch mal meine Kleine und rede mit ihr über Jungs und so. Was war das? Ja, das ist halt durchs Loch. Was? Hm? Doch, du weißt doch, doch. Ja. Danny. Danny? Ja? Sorry. Du... Du findest ihn interessant, oder? Findest du ihn süß? 10 Euro? So ein bisschen. Okay. Ja, weiß nicht. Da? Schön. Ja, passt zu dir. Da? Ja. Würde gut aussehen. Was ist denn der erste, für den du dich so, also mit Freund ist er? Aber ich hab getroffen. Ja. Hm? Ja, ich glaube, Jungs sehen irgendwie immer so ein bisschen durch mich hindurch oder so. Also ich bin quasi nicht da. Also so einen richtigen Freund hatte ich jetzt noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon meinen ersten Kurs hinter mir. Und war auch ganz cool, aber mehr war da jetzt noch nicht so wirklich. Ich glaube einfach so, die
Jungs stehen doch eher so auf Langhaarige, oder? Ich habe extra mal überlegt, mir die Haare lang wachsen zu lassen, deswegen. Mm-mm, nein. Nee, veränder dich nicht für irgendeinen Jungen, okay? Wenn er dich nicht so liebt oder dich so akzeptiert und schön findet, wie du nun mal bist, dann ist das nicht. Fertig. Hm? Das wollen auch Jungs gar nicht. Ich hätte halt schon gerne mal. Du weißt. Das funktioniert das nicht, Olivia. Ja. Ja, okay. Aber lass dir da bitte Zeit, okay? Überstürz es nicht. Und außerdem, das erste Mal macht überhaupt gar keinen Bock. Es ist total unangenehm. Es sieht albern aus. Man stellt sich blöde an. Also lass dir da Zeit. Egal was ist, was mit Sex oder was mit deinem Körper ist, du bestimmst darüber, okay? Du hast die Kontrolle. Hört, hört. Also wenn du meine Meinung dazu wissen möchtest. Einfach. Hab's ja, hinter Olli. Dir. Ja, weil das erste Mal ist eh für den Arsch. Ja. Butter bei der Fische, ist nicht so? Was soll denn der Scheiß? Ja, was denn? Sag mal, läufst du da jetzt gerade? Brennt dir heute der Helm? Meine Mom hat gerade angerufen. Also ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn ich nach Hause... Ja, ich kann nicht schnell fahren. Nee, alles gut. Bleibt ihr mal hier. Ich fahre mit Bus und Bahn, das ist alles kein Ding. Okay. Der Schläger ist gut. Amelie, wenn irgendwas ist, rufst du bitte an, ja? Natürlich. Ja. Fahr vorsichtig. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, doch, das war jetzt gerade ein richtig cooles Gespräch mit Amelie und ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Sollen wir nicht schon mal zusammenpacken oder so? Ja, langsam mal los. Familienzusammenhalt hier oder was? Map. Nein? Nein, Olli. Jo. Okay, pass auf, Olli, ich fand das, wie du heute mit Amelie geredet hast, das fand ich nicht in Ordnung, okay? Auch mit dem Eis, wie du ihr den zeigen wolltest, nee. Ja, komm, Mella. Mann, die Jugend von heute, die ist so versaut. Versauter, als wir es jemals sein werden. Weißt du, was die sich im Netz reinziehen? Ja. Na, nee. Siehst du. Ja, nein, Amelie ist nicht so eine, okay? Sie ist nicht so eine. Nee. Das sagt genau die Richtige. Hm? Schau mal, ich habe mit 15 meinen ersten hinter mir. Ja, Olli, du bist ja auch ein bisschen drüber. Du bist echt zu doll. Ich bin nicht zu doll. Doch. Nee. Doch, okay. Pass auf, wenn du mit dass ich zu doll bin, anspielen wolltest. Ja, ich war in dem Alter ein bisschen bläulich, okay? Deswegen bin ich ja schwanger geworden, gut. Deswegen, aber, mit 15. Wie alt ist deine Tochter jetzt? 15. Mann, pass auf, aber ich will nicht, dass meine Tochter mit 15 so eine Schlampe wird, okay? Ich will, Mann, pass auf, ich will ihr einfach die richtigen Werte vermitteln und dass sie nicht in dieses oberflächliche Ego-Gedenke da kommt, alles klar? Sie soll mal schön sich selbst bleiben, ich will ihr die richtigen Selbstwertgefühle vermitteln und, nee, okay? Ja, dann solltest du mal mit ihr quatschen. Ja. Über Verhütung, einfach komplett. Ja, ich quatsch mit ihr, du nicht mehr, alles klar? Okay. Oh, nee. Warte. Mona? Nee, die ist nicht bei mir. Ich weiß nicht, wo Amelie ist. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Okay, gut, mache ich. Jo. Warte. Adoptivmami hat angerufen. Keine Ahnung, was mit Amelie ist. Ruf sie jetzt mal an. Warum drückt Amelie mich jetzt weg? Störe ich sie bei irgendwas? Ist irgendwas im Busch? Nochmal zu dem Tattoo. So, ich habe das vorhin nur so ganz kurz gesehen. Ja. Kann ich es nochmal so sehen? Ja, es geht hier noch weiter. Ich weiß nicht, also ich kann das auch eben ausziehen, wenn du willst. Mhm. Ja, also das hier ist so ein Schutzband. Das schützt so deine Familie, deine Freunde. Das sind die positiven Energien. Das sind Fische. Verschieden einfach wow. Schnell und flink und ja. Wir werden schon warm. Habt ihr Eis da? So am liebsten Wassereis oder so, wäre voll geil jetzt. Glaub nicht, aber du kannst gerne mal nachgucken. Okay. Und ja, apropos Eis, wir waren noch mit Lilly Eislaufen, das war auch echt cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe jetzt kein Eis, aber... Eine Banane, okay. Eis? Ja.
Kreislauf, hm? Ja, war auch echt cool. Also, da ist ein Typ hingefallen und ja, da musste Krankenwagen kommen und alles. Scheiße! Schon gut. Ich meine, du wolltest vielleicht anmachen oder so. Ach, Quatsch. Aber jetzt geklappt. Sehr süß. Verfatzer, Alter, was ist denn mit dir? Amelie, ey, ey, hallo! Wie, was ist mit mir? Was? Läufst du gerade? Tickst du da ganz sauber oder was? Hä? Ja. Amelie. Und was für ein Film bin ich denn jetzt? Ja, das war Amelie. Ja, ich weiß. Ja, das ist die Tochter von Miller. 15 Jahre alt. Was habt ihr hier so gemacht? Also erstens wusste ich nicht, dass sie 15 ist. Und zweitens haben wir nichts gemacht. Amelie, können wir mal bitte ganz kurz die Situation... Können wir mal bitte kurz... Nein, können wir nicht. Musstest du hier wirklich auftauchen? Hast du eine Ahnung, wie unangenehm das ist? Danny und ich, wir... Ich hatte ihn da, wo ich ihn haben wollte. Du wolltest jetzt nicht mit diesem Typen da oben vögeln, oder? Und wenn doch? Du kennst ihn seit 5 Minuten, Amelie. Wir hatten noch ein Gespräch am See. Ich weiß aber genau, dass er der Richtige dafür gewesen wäre. Das weißt du jetzt, oder was? Ich hab dir doch andere Werte von... Merkst du? Merkst du's? Merkst du, wie falsch du bist? Erst sagst du mir, dass ich auf mich hören muss. Dass ich das machen soll, wofür ich bereit bin. Und jetzt will ich's machen und dann funkst du komplett dazwischen. Du bist genau wie meine Mutter. Du glaubst einfach, du weißt, was das Beste für mich ist. Und was ich will, ist egal, oder was? Ich weiß ja, was das Beste für dich ist. Nicht, nicht dieser Typ, okay? Ich hab gesagt, pass auf dich auf und... Hey! Na? Wie war's heute am See? Wollt ihr mit hochkommen? Nein? Amelie, alles, was ich gesagt habe, meine ich auch genauso, okay? Und? Du bist hier der Wichtigste und, Und was? Ich hab wirklich keinen Bock mehr, dir zuzuhören. Warum nicht? Oder willst du dieselbe Scheiße machen wie ich damals? Willst du denselben Fehler begehen und es irgendwann bereuen? Wir reden jetzt in Ruhe darüber, okay? Es tut mir leid. Ich rufe dir ein Taxi, weil deine Mama hat auch schon angerufen und dann klären wir das ganz kurz. Amelie, lass mich bitte. Ich spaß dir. Ich hab verstanden. Ein laufender Fehler. Nein, Amelie. Ist in Ordnung. Ach, fuck. Mann, Amelie hat das alles komplett falsch verstanden. Wieso rede ich auch und denke dann erst nach? Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Stehkörper, erklär mal jetzt kurz. Hier, Papa kommt bei uns unter. Jetzt. Ja, nur für den Übergang. Gehen Sie mal her. Morgen wird der Müll abgeholt. Nee, das können Sie bitte nicht. Ach, wie ich kann. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Geh weg von ihr! Ich kann nicht zuschauen, wie du den größten Fehler deines Lebens machst, Mann. Ich lieb dich. JJ, mein Engel, willst du meine Frau werden?